Inwiefern haben Sie Vertrauen in unser Rechtssystem oder in die Justiz? Ich habe großes Vertrauen in unser Rechtssystem, Gott sei Dank. Ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir in Deutschland ein sehr funktionierendes Rechtssystem haben und dass wir uns im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, glaube ich, genau darauf verlassen können. Sind Sie schon einmal mit dem Gesetz oder mit der Justiz in Konflikt geraten? Nee. Ich muss gestehen, ich gehe ab und zu mal bei Rot über die Ampel, aber erzählen Sie es gern. Hier ist eine Schirach-Verfilmung, ein Justizthriller, du spielst einen Anwalt. Die Herausforderung war das die Rolle und war das auch eine Rolle, die du immer wolltest, weil sie ganz anders ist. Nee, ich bewerte aber Rollen auch gar nicht. Ich bewerte immer so die Drehbücher und für mich war wichtig, irgendwie, dass das Drehbuch stimmt und ich habe das damals zum ersten Mal gelesen und war schon Fan des Originalromans und war eher total happy darüber, dass ich Teil davon sein darf. Aber die Rolle an sich bewerte ich nie. Also mir ist immer wichtig, einfach einen guten Film zu erzählen und der Stoff war einfach immens wichtig und hochinteressant und ich glaube, wir haben einen ganz tollen Film gemacht, der die Leute sehr berühren wird, der sehr spannend ist, der sehr emotional ist und der im Grunde das ganze Kinopaket mit sich bringt. Wie